So, dann starten wir mal rein ins Vergnügen und vernichten diese 1800 Mann da. Na, schaffen sie wahrscheinlich auch noch zurückzuziehen, na klar. Egal. Jetzt kriege ich euch. Mein Befehlshaber. Evander, der Earl von Shrewsbury. Ja, ist sogar sehr gut dafür geeignet. Na, schroten wir seine Armee. Jawohl. Und jetzt kümmern wir uns um Essex. Dort sind 696. Das heißt, wir teilen erstmal. Das gehört doch auch dazu. Dann können wir noch ein bisschen Kohle einnehmen. Durch das Plündern. So, da wurde die Burgbefestigung gebaut, dann bauen wir jetzt die Burgmauer. Papst Benediktus IV. Ist gestorben. So, jetzt, das ist meine Tochter. Jetzt, da sie älter wird, kann ich sehen, dass Kirsten von meiner Erfahrung profitieren kann. Dies wird mit harter Arbeit verbunden sein. So, sie könnte ehrgeizig werden. Das möchte ich ja auch nicht. Wir könnten gestresst werden. Das könnten wir aber mit einem Trank wieder machen. Ja, machen wir auch. Seid gewissenhaft. Lasst andere auf euch zählen. So, wir sind jetzt gestresst. Deswegen brauchen wir den Trank von Eudaimonia. Und ein Schuss Salpetersäure. Nehmen wir doch mit hinein. So. Wir fühlen uns leichter und haben wieder die Gestresstfähigkeit verloren. So. Möget ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Wir schlagen vor, dass Prinz Gausbold von Aquitanien und Sulgubri Werchges den Matrilinear heiraten. Wir würden nur betonen, aber das ist gar nicht mehr so schlecht. Joa, haben keine Ansprüche von mir aus. Das ist schlecht. Aber ich will jetzt keine Truppen hinschicken. Wie viel stehen hier? 600 auch. Könnten wir bei den Intrigen gucken. Da sind einige Fable von Ulster. Stellt tatsächlich Anspruch. Da kümmern wir uns gleich selber von. Den anderen können wir beenden. Das können wir auch beenden. Da kümmern wir uns persönlich drum. Haben wir schon gesendet. Gut. Nein, wir machen keine Expedition. Ich bin schon Magus. So, dann können wir alle nicht beenden. Fable von Ulster. Sehr schön. Da muss dann die Gerechtigkeit siegen und dann werden wir unsere Truppen da auch hochschicken. Bisschen schneller hier. Meine
Gattin Euer ist schwanger. Sehr schön. Gegenpapst beendet. Sieg in Bedford. Oh, als meine Truppen in die Burg von Colchester eindrangen und den Ort plünderten, nennen sie ein interessantes Relikt. Ein Standardschwert. Aber wir können uns da eh mal umgucken. Beides tragen, die Zeremonienaxt und das Schwert. Okay. Dann war es ja doch nicht so schlecht. Okay, und wir sind bei 100%. Forderung erzwingen. Fürstbischof Hakon von Surrey. Er hat den Titel Fürstbistum von Essex und Königin Signated von Essex übernommen. So. Und wie sieht es jetzt aus? Hat eine hervorragende Meinung von mir jetzt. Und ist indirekt auch unser Vasall. Und damit ist ihr Land wieder gewachsen. Weil wir hier wieder was abgeknapst haben. Also ist feindliche Präsenz, das ist ein Bauernaufstand. Das sind wir mal nett und schlagen ihn nieder. Brian hat die Resultate seiner medizinischen Studien veröffentlicht. Das Werk rief keinerlei Echo in gelehrten Kreisen hervor. Es steht in meiner Bibliothek und setzt Staub an. Das schöne Gold, was eine Verschwendung. Das kann man ja vorher nicht wissen. Das können wir jetzt hier auflösen? Yep. Oh, König Philipp von Irland, während des Besuchs eurer Gattin in Niederbayern haben wir eine angenehme Zeit damit verbracht, über die Dinge zu sprechen, die unsere Völker miteinander verbinden. Nicht Angriffspakt mit dem König von Böhmen. Ja, ist eine wunderbare Idee. So, das Gefolge. Das ziehen wir wieder nach Ossory. Eben dann hier unten unsere Truppen aus. Tormund Truppen aus und in Ormond. Das sollte reichen. Und dann statten wir dem Herzog von Alster mal einen Besuch ab. Hier fehlen ein paar. Arthur und Kenneth begleiten dich. Die Wander ist echt schlecht. Der Prinz von Austrasien hier noch. Die gehen da hoch. Und dann werden wir den Herzog verhaften. So, da wurden die Burgmauern gebaut. Dann gehen wir jetzt an den Milizübungsplatz. So. Herzog Fable, der Zweite von Ulster. Ein Kerker. Und er rebelliert. Schön. Das heißt, wir können hier erstmal ordentlich plündern. Werden das natürlich auch tun. 1000 reichen ja dafür, naja. Kann ich die nochmal teilen? Von 780. Dann gehen ja erstmal beide dahin, ne? Die gehen auch dahin. Da sind Truppen. Bürgermeister Murdoch ist nicht mehr Hofspitzel. Nicht im Alter von 70. Schade. Okay, einen neuen Hofspitzel. Das ist jetzt unsere Befehlshaberin, die wir
die hat noch einen recht hohen Meinung von uns. Aber sie ist hinterlistig. Franz. Ja, wir nehmen Franz. Bürgermeister Franz von Carmarthen. Und du wirst wieder Technologie studieren. Dich kennt man im Byzantinischen Reich noch nicht. Und wir müssen hier eine Schlacht schlagen. Was kein Problem ist. Und hier haben wir nur 238 Leute, das heißt die 700 können da stehen bleiben. Und die 1100 gehen hier hin. Und nicht da, die Armee. Und hier brauchen die nur 470 Mann, aber wir können nicht mehr teilen. Also, wie viel? 400? 470, alles klar. Belagern wir mit dem Gefolge. Meine Tochter Mary. Ja, ist in Ordnung. Die 495 gehen hier hin. Die 1100 marschieren hier hin. Damit auch wirklich alles belagert wird. Da presse ich jetzt wirklich jedes Goldstück raus. Damit die Gerechtigkeit siegt. Ah, leichtes Plus haben wir noch. Was heißt leicht? 8 Gold noch trotz der Armee. Das ist in Ordnung. Welch ein Unglück. Bischof Gotzelow der Heilige, ein anderes Mitglied der hermetischen Gesellschaft, wurde von Hofkapellan Hulderik und seiner bewaffneten Schar gefangen genommen. Sie haben Bischof Gotzelow der Heilige auf schnellstem Wege auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Tja. Der auch? Wurde. Und hier laufen die Beobachtungen durch. Die Belagerung durch. Das sieht gut aus. So, Stamm von Tyrone. Meine Gattin Königin Euer hat mich gebeten, einen meiner Höflinge zu entlassen, den sie höchst unangenehm findet. Franz. Wirklich eine schlechte Meinung von dem. Und von ihr habe ich eine gute Meinung. Ja, und dann schmeißen wir ihn raus. So, damit ist der Franz raus. Franzal. Dann nehmen wir Walter, den Bürgermeister von K hier. Ist auch Schotte. Hätte ich gleich nehmen können. Oben habe ich den nicht gesehen. Und auch der geht ins Byzantinische Reich spionieren. Und hier haben wir zu wenig Truppen. Dies mocht nichts. Bleiben wir da trotzdem erstmal stehen. Irgendwann haben wir hier Truppen über. Uriel, da sind es jetzt auch zu wenig. Das heißt, wir führen die zusammen und dann sollte es ausreichend sein. Zusammenlegen und hier sind es 923. Jawohl. Ulster ist auch belagert. So, die Lehrzeit von Klein Kirsten im Bereich der Intrige ist abgeschlossen. Sie hat ein wahrhaft meisterhaftes Niveau erreicht. Und sogar recht hübsch. Nicht schlecht. Und dann
wird der im Juni 16. Prinz Merogais von Austrasien ausgezeichnet. Oh, da könntest du noch ein Tret kriegen. Sie muss mehr unter Leute und lernen sich zu unterhalten. Ach, die Jugend wird schon ihren Weg schon finden. Sie hört nie auf zu essen, verlässt immer ganz zum Schluss die Tafel. Und sie muss mehr unter Leute, genau. Ist trotzdem gefräßig, fleißig, stolz, aber gerecht. Okay. Sehr schön. Ich sehe, da haben wir jemanden gefangen genommen. Schauen wir mal nach. Peigi. Niedrige Geburt. Für die niemand was zahlt. Aber die entlassen wir. Was sollen wir damit? Können wir nichts mit anfangen. War halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Die können tatsächlich mit 65 Mann da belagern. Geht auch gar nicht. Was ein Befehlshaber? Ach. Arthur von Warwick, an schlechter Gesundheit. Kolban, sein Sohn. Ja, ein Jahr alt. So, da hätten wir Catfell, Bürgermeister von Newport. Hier, Talor McPhister. Wer der nächste auf der Liste? Allerdings könnten wir auch unseren Lehrling nehmen. Der ist aber feige. Das ist schlecht. Dann nehmen wir tatsächlich Talor. Okay. Oh, da haben wir ein Adelszepter geplündert. Was ist das denn da? Können wir auch noch tragen. Schön. Sehr, sehr schön. Im Jahr 815 entdeckt. Oder hergestellt. So, da sind auch zu wenig Truppen. Das heißt, diese 900 schicken wir mal da runter und hauen diese 65 Mann da kaputt. Hallo, wir können heiraten. Da ist er. Merogais von Austrasien. Und. Oh. Das senden wir. Und wurde angenommen. So, und da können wir wenigstens belagern. Derry ist belagert und Connor ist auch belagert. Und damit geht's ab in den Kerker von Herzog Fable II. So, er hat keine Kinder. Nachfolger wäre Gräfin Lasafiona von Fotla. Eine Piktin. Aha. Interessant. Äußerst interessant. Und die hat auch noch Geschwister. Ne, nur noch die hier. Und selber hat sie einen Sohn. Nein, wir tun wir die ja nicht, so sind wir ja nicht drauf. Erstmal werden Titel entzogen. Du hast hier Cornell und Tyrone. Bitte was? Tyrone ist da, ja, das ist mir schon klar. Tyrone, ach da stehen wir drauf, deswegen habe ich es nicht gesehen, okay.
So, in Oriel herrscht Konstanz von Oriel, der auch einen Anspruch darauf hat. Kannibale. Okay. Und den Ulster, Dunagan von Ulster. Und der ist auch zufrieden. Erstmal entziehen wir dir eine Grafschaft. Welche denn? Das ist die wertvollste, ne? Dann entziehen wir die Leo. Das muss ja auch wehtun. Und das Herzogtum können wir ihm auch noch entziehen. Super. Sehr schön. Das heißt, du bekommst das Herzogtum Ulster, einschließlich aller niedrigen Titel. Oh, ist auch 16. Okay. Ach so, den hatte ich die schon übergeben mit. Alles klar. Nee, alles gut. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Wir hörten ja damit zu und deswegen hat er die alles gekriegt. Verärgert er nicht im Rat, aber mit dem Dings hier, Grafschaft und Herzog, passt das. Sehr schön. Damit ist wieder ein wenig Ruhe im Reich eingekehrt. Fraktionen haben wir hier noch zwei. Erbteilung und Erhöhung Macht des Rats. Einmal von Finella der Fetten, das Herzogtum Connacht hat. Aber die gute Frau ist 65, hat auch schon Krebs. Und danach kommt Meldred an die Macht, der uns schon besser leiden kann. Und dann haben wir noch Julia die Gerechte. Kein Erbe der Dynastie, ja, ist klar, ist ja nicht deine. Ach, die ist mit Herzog Ted Mac von Meath verheiratet. Aus dem Hause Macfister. Okay. Ja, das sieht doch gut aus für die Macfister. Und wir sind quasi, halt, die können wir erstmal auflösen, sonst vergesse ich das, wenn es nach der Sommerpause weitergeht. Wir sind am Ende der Woche angelangt. Und wie schon in einem News-Video von mir erwähnt, geht Crusader Kings 2 jetzt in die Sommerpause. Hier geht es erst am 11.09. weiter. Dann allerdings mit der Abadid-Dynastie. Die Macfisters kommen ab 18.09. wieder. Bis dahin würde ich sagen, schaut euch eine meiner anderen Let's Plays an oder wartet auf die Crusader Kings Let's Plays. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, einen schönen Start in die Woche und würde sagen, bis demnächst, Leute. Ciao, ciao.